Ja, also ich komme gerade zurück von einer Veranstaltung in Mainz-Hechtsheim heute am 12. September 2022. Und die Veranstaltung hat den ganzen Tag gedauert, war sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Viel dazugelernt, ich glaube alle. Und es stand unter dem großen Überschrift Jahresaustausch 2022 mit den kommunalen Seniorenvertretungen in Rheinland-Pfalz, den Seniorenbeiräten, Seniorenräten, Arbeitsgemeinschaften und so weiter und eben auch mit der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz. Das war also eine interaktive Veranstaltung. Das Thema war eben Seniorenbeiräte als politische Vertretung von und Ansprechpartner für ältere Menschen vor Ort, Profilwirksamkeit, Zusammenarbeit, Perspektive. Moderiert und geleitet wurde das Ganze von Gabi Frank-Matowski. Sie ist Leiterin der Landesstelle Gut Leben im Alter des Referats 645 des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation, Digitalisierung in Rheinland-Pfalz. So, und dann hat noch teilgenommen Berit Herger, die im gleichen Referat, Abteilung 64, auch Pflege, Gut Leben im Alter des gleichen Ministeriums. Und ein Referat hat gehalten, sehr gut auch, sehr engagiert, Elisabeth Porz. Sie ist Sozialpädagogin, hat also Soziologie und Pädagogik studiert, nennt sich Erwachsenenbildnerin aus Waldlauberfallen. Und die drei Damen, die habe ich anschließend interviewt. Kurzes Interview, ganz alle Inhalte kann man natürlich jetzt nicht darstellen. Es gibt aber auch ein Protokoll und wer will, kann das Protokoll, sobald wir es haben, wird wohl Oktober, November werden, kann das natürlich haben, über Christiane Gerhardt zu bekommen. Ja, dann schauen wir uns dieses Interview mal an. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und tschüss. Es war ein Tag, der viele neue Eindrücke aus den neu gegründeten und den schon lange bestehenden Seniorenbeiräten gebracht hat. Wir konnten viel gemeinsam entwickeln für die Zukunft von Seniorenbeiräten und auch für die Zusammenarbeit mit Seniorenbeauftragten. Insbesondere, wie gewinnen wir Nachwuchs und wie entwickeln wir die Arbeit von Seniorenbeiräten weiter. Es hat Spaß gemacht mit den Seniorenbeiräten, den Ehrenamtlichen zusammen. Ja, und für uns viele neue Eindrücke für unsere Arbeit in der Landesleitstelle, an denen wir jetzt gemeinsam im Team weiterarbeiten. Wer macht weiter? Ja, ich mache gerne weiter. Also, mein Pate war es, am Vormittag einen Impuls zu geben: Wandel, Seniorenvertretung im Wandel der Zeit. Das war natürlich ein Ansporn, diesen Wandel mal zu beschreiben und auch zu gucken, wer ist denn eigentlich, welche Altersgruppen sind vertreten und denken die alle gleich. Das war sehr spannend und auch sehr offen, was die einzelnen Mädchen dann berichtet haben. Dafür ganz herzlichen Dank. Ja, mein Part war, den Workshop zu übernehmen, der sich mit Wirkung von Seniorenbeiräten beschäftigt hat. Ich fand es sehr überraschend, wie schnell wir mitten im Thema drin waren. Wir haben uns die Wirktreppe von Fineo angeschaut. Wir haben festgestellt, dass Wirkung bedeutet, es verändert sich was, dass es aber auch nach innen zurückspiegeln muss. Das heißt, man möchte auch wirken, weil wenn man keine Wirksamkeit verspürt, dann ist auch keine Motivation da, weil die Arbeit keinen Sinn hat. Und da haben wir dann festgestellt, es gibt inhaltlich ja, auf der einen Seite eben das Bedürfnis, seine Zielgruppen zu erreichen. Und es gibt auch ziemlich viel Handwerkszeug, wo man nochmal hingucken kann. Wenn es hängen bleibt, haben wir eine ordentliche Planung gemacht, haben wir Ziele, liegt es an der Art, wie wir miteinander kommunizieren, gehen wir gut miteinander um, macht unser Vorsitzender einen Alleingang oder haben wir als Team auch mal zurückgemeldet, dass wir da gerne mitwirken möchten. Dann die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sind wir ermächtigt, sind wir in den Ausschüssen zugelassen, dürfen wir Anträge stellen. Also es waren so viele Fragen, dass wir eigentlich mit der Zeit gar nicht rundgekommen sind. Meine Befürchtung, es geht nicht zu reden,
Schön. Die waren nicht berechtigt. Also, ich glaube, es sind auch alle gut nach Hause gegangen. Die haben ja eben zurückgemeldet. Jeder hat irgendetwas mitgenommen, was er vorher noch nicht wusste. Und so ist das so gut. Also mit anderen Worten, es geht weiter. Wie sieht es aus, Frau Frank-Mantowski, mit einer Folgeveranstaltung? Ja, also nach 2 Jahren Corona-Pause war das ganz wichtig. Und wir haben ja vorher immer einjährlich das gemacht. Und es gibt garantiert 2023 wieder eine Veranstaltung mit den Seniorenbeiräten vor Ort und der Landesleitstelle. Und heute war es besonders schön, dass wir drei so als Team gemeinsam das gestalten konnten. Und das war so rund. Dieser Input zu Engagemententwicklung, der Input zu Wirkung und anderem mehr, das war so rund. Und es hat einfach auch uns dreien Spaß gemacht an der Stelle. Dankeschön. Danke ebenso.